Hallo und herzlich willkommen bei Retro Camp. Ich bin heute wieder auf die Handticket und heute habe ich das Spiel Rise of Cultures. Kingdom Game. Viel Spaß! Okay, und da sind wir auch schon wieder. Wir fangen direkt an mit Felix. Felix, arbeiten, Arbeiter, bauen, herstellen, erkunden. Okay. Ja, das bauen wir erstmal. Oh. Ja. Ja. Wow, die Steinzeit. Ich habe noch zwei Bewohner. Okay, dass er dahin muss. Er kommt es halt dahin. Jetzt haben wir drei Bewohner. Okay, da drauf. Am Baum. Ja. Verbessern wir mal. Ja. Scheiße, als ob sie nicht ganz zufrieden sind, meine Leute. Was muss ich denn da machen? Oh, die kostet Diamanten, die man wahrscheinlich kaufen muss. Da auch. Also ich kenne das Spiel nicht, ich habe es noch nicht gespielt. Wieso das erstmal? Und dann bauen wir noch ein Haus. Ja. Produktion. Okay. 6 Stunden, 1 Münze. Obwohl, nee, nicht wirklich, aber passt schon. Die Häuser kommen bestimmt später noch wieder anders hinstellen. Okay, das war da drauf. Sperrkampf.
Oh. Die Steinzeit besteht aus 16 Forschungen. Ah, und dann geht es halt in der Bronzezeit. Freischaltkosten. Also, ich habe ja noch keinen Trank. Das ist bestimmt ein Trank, ja. Jetzt zurück. Gehen wir noch hin. Sperr. Freigeschalten. Yippie. Rise of Cultures. Ich habe da noch gar keine Sperrkämpfer. Ah, ich habe doch. Ich habe nur 3 Bewohner, aber so viel Sperrkämpfer und Krieger. Ein Katapult habe ich auch schon. Sieg. 6 Stück sind gestorben. Mein Gebiet. 5 Bewohner habe ich noch. Ich muss eine Kaserne bauen. Okay. Meine Kaserne passt nirgends hin. Jetzt so. Achso, ja. Wird schon passen. Ja. Produzieren. Was lachst du? Produzieren. Heißt das jetzt, sind die unzufrieden oder sind die in Arbeit? Egal. Besitze 12 Infanterieeinheiten. Habe ich gleich. Wie lange dauert das? Noch 30 Sekunden. Oh, schon fertig. Abschließe. Cäsar. Kleopatra. Cäsar.
Wir werden unsere Kultur verbessern. Das werden wir machen. So, zusammen sehen wir uns von äußern ein. Einsam. Haben wir gemacht und 20 Nahrung auch fertig. Erforsche Feuermacher. Machen wir. Bestimmt kann ich jetzt auch auf die Sachen kochen oder so. Machen wir es halt so. Hm? Feuermacher, wo ist der? Ich bin verwirrt. Bisschen zu viel kleiner ist auf Level 2. Das heißt also, ich muss die alle aufwerten. Ah, so. Genau, aha. Schon richtig reich hier. Ja. Ja. Nein. Und auch schon alles fertig. Höhle machen, Malerei. Ah. Hab ich doch. Okay. Dann kriegen sie wieder gute Laune, wenn es schön aussieht. Gleiche Leben, nur was Schönes nimmt bei uns an. Oh, uns geht es schon viel besser. Erkunden. Vier, drei, zwei, eins. Nein, was ist denn hinter einem Mammut? Ein Feind ist da. Komm, wir nehmen die in der Zange. Ihr von links, wir von rechts. Start. Naja, hat nicht ganz geklappt. Die sind noch weit drauf schon gerannt. Einer ist so. Naja, okay, es geht. Komm, dann machen wir die Sechse auch noch weg. Schlacht. Bang. Und wie viel ist gestorben? 2.
Meine Leute stellen mir weg. Das kann doch nicht wahr sein. Übernehmen. Nein, ich möchte jetzt erstmal nicht erkunden. Das reicht. Erstmal eine Malerei hinmachen. Oh, ach so, du meine Güte, ist das. Uiuiui, da muss ich das ja wieder ändern. Hätte ich das gewusst vorher? Hätte ich ganz anders gebaut. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das bringt auch nichts. So. Ach. Drei Leute kann ich ausbilden. Aha. Aha. Das haben wir gemacht. Bauen wir noch einen. Damit auch alle flüssig sind. Dann machen wir es ein bisschen anders. So, und wir bauen noch einen da in der Ecke, so ist die bei 100%, naja nicht ganz 100%, aber sehr weit vorne. Hier. Und fertig. Gut, abschließen. Kann man machen. Sabina, drei Forschung. Das Geld, Frechheit, so. 30 Sekunden, wenn ich den da reinpacke, ist sogar noch besser dann. Denke ich. Dann packe ich den hier darauf. Ja, genau. Also das fröhlich macht Ding packe ich dann hier in der Ecke rein und den packe ich da hin. Dann sind der ganz glücklich, aber der dann nicht mehr. Geht immer zwei Felder weiter. So. Das kann man noch nicht verbessern. Okay, erst in der Bronzezeit. Kein Problem. Ich möchte noch einmal das Haus hier dahin schieben oder dahin. Ist ja egal, ob es da oder da ist.
Nahrung wieder produzieren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ein neues Gebäude. Einsam. Eine Farbe. Dann bleibt er doch direkt da. Das Gute auch, man muss hier nicht jeden einzelnen einsammeln. Man braucht nur einen anklicken und dann wird alles eingesammelt. Bis jetzt beim Bauhof sind wir dabei. Der obere. Krollen das. Okay, du musst doch schon fertig sein. Wusste ich doch. Oh, Kisten. Zwei Herzdrohnen. Hui. Produziere. Boah. Okay, das dauert aber 2 Stunden, ne? Das ist schon mal eine Hausnummer hier. Von sich nicht aus auch allein Essen produzieren. Geld könntest du von allein machen, aber Essen nicht. Hm. Dann schau mal. Was haben wir noch hier? Häuser? Nein. Dann gehen wir mal hier auf die Queste. Haben wir gemacht. Sind wir dabei? Das dauert nur 2 Stunden. Also, erstmal nichts. Dann geht's hier weiter mit der Frau. Was hat die? Erforschung Landwirtschaft. Landwirtschaft kostet 2. Also das dauert bei mir 1 Stunde. Außer wenn der eine uns 2 Forschungen gibt, wenn wir das Land erobern. Zurzeit steht da ja nur Geld. Was für Geld kriegen dafür? Eine Minute dauert es. Wie groß ist denn das Land? Kann wegscrollen? Tastatur noch laut. Hab mir ja eine leise Maus gekauft. Silent Maus. Richtig schön. Da habe ich mir eine Silent Tastatur gekauft. Nicht so schön. Ich muss mir noch eine Tastatur kaufen. Kein Problem. Kostet ja nicht so viel. Gott sei Dank. Naja, okay. Die ich mir gekauft habe, hat nicht so viel gekostet. Aber die ich mir jetzt kaufen müsste. Die nächst teurere, die ist schon ein bisschen teuer, auf 50 Euro. Die ich mir gekauft habe, kostet 10 Euro. Und 10 Euro Tastatur. Ich habe mir auch schon gedacht, ich weiß, 10 Euro Silent Tastatur. Kann auch was nicht passen. Hab's mir gekauft und geschaut. Und, nicht so. Nicht so der Abgänger, ne? Was soll's. Bing.
und wie viele verletzt? Ich bräuchte ein Krankenhaus. Das gibt's ja noch nicht. Kommt bestimmt noch. Oh, das sind Wölfe. Ich gehe erstmal zurück in mein Dorf. Ich werde erstmal meine Leute aufwerten. Wie lange dauert das? 10 Sekunden. Jetzt können wir neue Sachen produzieren. Das Spiel schwimmt immer hin und her. Na, ich brauche nur hier gehen, komm, zack, zack, zack. Geht ja ganz schnell zur Seite. Ist nicht schlimm, nur ein bisschen nervig. Kann bestimmt auch ausstellen, irgendwie. Okay, dann greifen wir das Land an. Gestorben. Wo? Ich dachte, die Wölfe werden stärker. Oh, zweimal. Zwei Land. Jetzt sind es hier. Freischalten. Schon schneller. Habe ich nur zwei Land gekriegt? Wollte schon sagen. Bam, 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 bam. Produzieren. Oh, der macht jetzt mittlerweile 30. Na, der noch 25. Ach, weil der richtig glücklich ist, deswegen. Deswegen macht er mehr. Jawohl, da ist hier die Forschung. Die Landwirtschaft. Freischalten. Zack. Da wir 3 gekriegt haben, werden wir bestimmt gleich nochmal die Steinschleuder freischalten. Richtig. Jetzt sind sogar alle zufrieden. Abgeschlossen. Nice. Oh. Gut, ich habe ja nur 2 Plantagen. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und dann werden wir jetzt eine weitere Farm bauen. Eine Kaserne. Erstmal die Kaserne.
das so? Ist hier noch in den Radius drin? 1, 2. Eine Kaserne für Fernkämpfer. Jawohl! Und. Oh, ich kann ja auch schon was Teure jetzt. Große Nahrung produzieren. Das ist ja auch nice. Sechzehn Einheiten Fernkämpfer. Dann werde ich noch bauen. Eine Farbe. Das ist eine Erkundung. Sieht mein Dorf nicht schon groß aus? Ja. Keine Arbeit ist zur Verfügung. Jawohl. Wir müssen wieder einen Krieg sehen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Es muss Krieg geben. Das ist auch 2 Minuten. 2 Minuten gewartet, auch ein bisschen doof. Wieder zur Basis zurück. Zack, zack. Kann auch kurz nachgucken. Ja, die Kiste ist fertig. Oh. Ich glaube. Das werden wir das von der Frau fertig haben. Wieder 2 Dinge ins Kriegen. Von dem Mann. Von dem Krieger. Wieder 2 Forschungssachen kriegen und dann ist es schon wieder weiter. Aber was haben wir jetzt noch hier zu bauen? Häuser nein, Farmen nein, Kaserne nein, Kulturstätten nein. Okay. Ein Arbeiter. Verbessern geht nicht. Häuser verbessern geht auch nicht. Das ging auch nicht. Große Zeit. Verbessern geht auch nicht. Benötigt Viehhaltung. Benötigt das Rad. Oh, kein Problem. Erkunden. Wie viel kann ich denn? Oh, aber bei mir auch viele gestorben. 11 Stück. Ist fast eine Einheit.
Gehe ich mal lieber zurück. Meine Leute wieder reparieren. Ich repariere meine Leute. Gut. Bronzezeit. Ja, da kommen wir auch gleich hin. Leute alle am Start. Und los geht's. Der nächste Kampf. Vorsichtig, nicht so weit am Rand. Ist okay. Sieg. Rise of Kaijus. Schönes Spiel. Gefällt mir. Wird natürlich bestimmt später sein, dass es so richtig lange dauert beim Erforschen und so was. Aber ist das eigentlich ein Spiel mit anderen Leuten oder ist das ein Single Game? Also ein Arcade Game oder? Sieht mir so Zeit aus wie ein Arcade Game, das für sich allein spielen. Ich brauche drei Leute. Habe ich nicht. Alle am Arbeiten. Neues Feature freigeschaltet. Babylon, das brauche ich. Das brauche ich auch. Das, keine Ahnung. Häuser, erstmal ein Haus bauen. Ah, warte mal, wie groß ist das andere? Die Kulturstätte. Keltisches Event. Okay, dann brauche ich noch ein Haus. Ach, wenn ich das hinbauen kann, kann ich kein Haus mehr bauen. Mist. Ich brauche aber ein Haus. Wollen wir ein schlecht gelauntes Haus sind. Verbessern. Okay, jetzt habe ich drei Leute. Halbe Stunde dauert das? Ach nee. Ja gut, dann denke ich mal, kann ich nichts mehr machen. Eins oder zwei bauen. Bis jetzt zwei. Warte mal, ich
kann er noch ein. Ah, ich habe keinen mehr frei. Keinen Arbeiter mehr. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Sehr nice Spiel. Finde ich zumindest. Ich mag sowieso so Aufbauspiele auch gerne. Verlassen. Und ich mache mein Ticket und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.